Und wieder zurück bei Mittelerde. So, ich habe jetzt noch ganz kurz noch in die Liste geguckt. Etwas klitzekleines noch. Jetzt hat mich hier einer geschlachtet, ne? Und zwar der hier. Und der hat keine Chance. Der ist gut. Und den holen wir uns jetzt noch. Bevor er durch den hier erschossen oder getötet oder vernichtet, was auch immer wird. Weil das könnte sonst noch zu was Bösem führen. Ich habe gesagt, wir machen die Mission noch. Die kommt auch. Zuerst aber ganz kurz den holen, bevor er weg ist. Weil wenn er stirbt, ist er für immer weg. Und das will ich nicht zulassen. Aha. Und natürlich ganz wichtig, die Blutsbrüder darf ich nicht vergessen. Wenn ich dann wieder einen umniete, der Bruder vom weiß nicht was ist, von irgendwas, von jemandem, von sowieso. Dann drehen die wieder total am Rad und dann fängt er an zu weinen. Du hast meinen Brutsbruder, bla bla bla. So. Fahren wir raus hier. Jetzt, komm jetzt. Uderui. Stimmt, wir haben ja noch einen neuen. Hier. Panische Angst vor Guten. Gauner. Der ist es nicht. Doch, das hört sich super an. Ich glaube, ich nehme den Booster jetzt schon. Mit 500 Gold kommen wir ja ganz gut vorwärts. Heißt, wir machen hier den Booster. Ja, kaufen. Kaufen. Ganz witzig. Ork. Ja, alles klar. Dann haben wir den hier oben, glaube ich. Boosts. Dies ist deine aktuelle Nichtverwendung sowie deine aktuellen Boosts. Also und. Zack. Prozent. Sich das mal vorstellen. Alles klar. Also Charakter. Quatsch, Inventar noch ganz kurz. Gucken, ob ich noch einen Edelstein habe, den ich verbessern kann. In der Tat. In der Tat, mit Rad. Schade. Sonst hätte ich drei davon. Fehlt nicht mehr viel, bis ich hier nochmal boosten kann. So. Was dieser Ork auch plant. Mit uns hat er nicht gerechnet. Jetzt lass uns kämpfen! Oh, da ist der Waldläufer! Ja, ja. Was ist der Wald? Buschcream. Panische Angst vor Feuer. Finde ich gut. Verstehst es wirklich nicht? Das hatten wir doch schon mal. Ich bin der Tagschlechter. Das heißt, ich schlachte Targs. Und du bist ein Targ. Kein Gerede mehr. Los, auf ihn! Sieht aus wie ein Clown, ne? Er kommt einfach hoch.
Ja, den müssen wir jetzt dann gleich gemeinsam erlegen. Nein! Dich zu töten ist Arbeit! Ich hasse Arbeit! Das gibt's nicht. Ich töte den Grauk, ich springe runter, ich will ihn übernehmen, der andere schlägt mich, bricht es ab und er schlägt mich, ich bin tot. Und jetzt ist es Stufe 34. Gott sei Dank. Er wurde zum Häuptling befördert. Bitte nicht. Gott sei Dank. Er hat noch eine vergiftete Waffe. Er ist jetzt noch stärker geworden. Das ist, er ist einfach meiner. Ich will den. Aber jetzt ist er so stark, dass ich ihn, ich kriege ihn jetzt nicht mehr. Jetzt kriege ich ihn nicht mehr. Verdammte Axt nochmal. Also gut. Dann heißt es ab zur Mission. Leveln. Oh, das war so. Ich töte den Grauk. Ich springe oben runter. Ich will ihn gerade aufzerren. In dem Moment schlägt mich der andere Berserker von der Seite. Es bricht den, die Aufzerrung ab und er schlägt direkt zu. Und ich bin tot. Wahnsinn. Wahnsinn. Aber immerhin, jetzt ist er Hauptmann. Jetzt wird er nicht mehr so schnell vernichtet. Bedeutet für uns ein großer Vorteil. Jetzt müssen wir nur noch die Stufe erreichen. Aber immerhin habe ich ein Ziel. Ich meine, der ist super in der Verteidigung. Muss man sich mal vorstellen bei einer Online-Schlacht. Einer greift mich an. Er kommt mit giftigen Waffen. Man ist vergiftet, man hat keine Ausdauer mehr, kann nicht richtig fliehen. Plus, er ist zweihändig, er schlägt immens schnell zu, er ist allgemein schnell. Kaum jemand hat überlebt, um davon zu berichten. Er ist es einfach. Das ist mein neuer Schatz. Mein Schatz. Naja gut, zuerst das hier. Let's go. Ja, hier, 24.000, vorhin waren es noch 13.000. Die doppelte Anzahl XP, Wahnsinn. Den Schatten! Erhebe dich und schließ dich uns an! Erhebe dich in die Armee des Schattens! Komm zu uns! Erhebe dich! Erhebe dich! Erhebe dich! Was erwecken sie? Sie beschwören den Tod. Den Tod für uns alle. Den Tod für uns alle.
Nein, nein, nein! Ich will nicht runter, ich will wieder hoch. Komm ich hier nicht wieder... Ich wollte eigentlich nur an die Kante springen, damit die mich nicht sehen. Welch Ehre, ihn zu treffen, den berühmtesten toten Mordors. Du hast die Welt mit deinem Ringtrick ganz schön aufgemischt. Daraufhin war es ein leichtes, Targoroth hervorzulocken. Jetzt steigt er auch schon empor und kommt dich holen. Sorg. Kränklich. Verfluchte Waffe, unerschütterlich. Kann niemals gebrochen werden, selbst mit niedriger Gesundheit nicht. Heftig. Weiter der Klasse Gauner, Rauchbombe, Jagdspeer, Morgai-Fliege. Gut. Verdammt! Du Karagor, mach dich nicht lächerlich, ja? Es hat begonnen. Der Balrog erhebt sich. Narren. Niemand zähmt einen Balrog. Dieser Feind ist zu stark, Celebrimbor. Nicht, wenn der Geist von Karnen mit uns ist. Erweckt von Todesring, sengende Flammen von euch erweckt. Von euch erweckt. Oh shit. Marion, wir müssen seinen Rücken treffen. Oh Gott! Zurück in deinen Schlummer! Wir begraben dich, du Wissenschaftler!
ist in meinem Reich untergebracht. Oh man. Verdammt. Come on. Oh no. Nur wenn es aufgeladen ist, kann ich jetzt. Komm, 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 komm. Ja, ist ja gut. Oh, Jesus. Tagorot darf nicht entkommen. Springen, wir müssen springen. Yes, ma'am. Ach so, wir springen zusammen. Okay, warte, warte, warte. Go. Go, go, go. Shit. Come on, come on. Das kann ich nicht jetzt nehmen. Hoch, hoch, hoch. Prügel dich jetzt weich. Oh shit. Shit. Nein, 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 nicht schon wieder. Den jetzt nicht entkommen. Untoter.
Sie ist wahrlich eine Naturgewalt. Der Geist von Karnen hat die Zerstörung und Wiedergeburt von Mittelerde viele Male erlebt. Sie war schon lange vor uns hier und sie wird noch lange nach unserem Untergang fortbestehen. Was für eine Maschine. Wenn wir Thar-Goroth nicht aufhalten, wird er weit jenseits von Mordor wandern. Nach Rohan und Gondor. Das darf nicht geschehen. War wirklich nicht geschehen. Ja, wir haben hier nichts mehr, was noch viele Punkte geben würde. Ich bin mir am Überlegen, vielleicht sogar noch kurz wegzuziehen, hierhin. Um diese Mission noch abzuschließen. Oder nochmal zurückzukehren. Ich sehe gerade, wir haben hier nochmal was. Wir machen eine Schnellreise. Wir verteidigen das noch. Ich muss ohnehin noch an Punkten dazu gewinnen, dass ich höher gestuft bin. Weil der eine jetzt, ne? Der 35er, der uns ja umgenietet hat und nachher noch eine Giftwaffe dazu gekriegt hat. Gestörter Typ. Der ist ja badass. Den will ich. Als Hauptmann in der Festung. Als Oberherr. Ah, Moment. Gut. Ah, da muss ich hin. Zuvor. Und wir haben eine klitzekleine Pause und in der nächsten Folge geht's weiter. Wahnsinn. Was für ein Dämon. Aus den Tiefen. So, ich habe noch kurz die Zeit verstreichen lassen. Ich will hier natürlich auch noch ein paar bessere. Das heißt, hier müssen noch ein paar aufleben. Was sie nicht machen. Die kämpfen auch nicht mehr gegeneinander. Vielleicht richte ich einfach mal selber ein paar hin. Gut. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Ich freue mich drauf. Bis dann.